Hallo und willkommen. Ich bin Trent Overunder. Ich möchte Sie zu unserem 42. Buchstabierwettbewerb herzlich begrüßen. Und dieses Jahr haben wir hier 5 super kluge Finalisten. Eigenartigerweise haben wir auch ein paar Erwachsene dabei. Und zwar haben wir hier Swellviews eigenen Superhelden Captain Man. Yo, Captain Man! Oh, und Charlotte. Und er wird sein erstes Wort buchstabieren. Captain Man. Also, Ihr Wort ist Hypotenuse. Okay, Hypotenuse. Klingt für mich so ähnlich wie Fluse. Also, dann werde ich jetzt mal anfangen zu buchstabieren. Ha! Honig, ha. Ha! Y. Joghurt mit Y. Y! P. Hirne. P. O. O. T. T. E. N. U. UFO. U. S. Salami. S. E. E. Ja! Hypotenuse! Ja, genau, das ist korrekt. Logisch, natürlich! F-L-A-M-B-E. Flambe. Ja! A-L-Z. Das Wort ist meins. P-U-R-I-T-A-N-E-R. Und das war das Wort Puritaner. Ich hoffe, Sie sind mit mir zufrieden. M. Chrysanthemumus. Ja! Ich hab Hunger. Gib mir mal was ab. Nein, nein, das geht nicht. Wieso nicht? Na, weil das ganz einfach mein Apfel ist. Bitte, dann gib mir das Ei. Nein, du hast sie wohl nicht alle. Weißt du, A und E sind doch die Vokale, die am meisten benutzt werden. Wovon sprichst du? Hey, im Zuschauerraum wird nicht laut geredet. Ja, ja, verstanden. Es tut uns echt leid. Und jetzt gib mir was nein, zu essen. Nein, Piper, ich lass das. So da draußen auf dem Flur ist ein Automat. Sei doch nicht so das geizig. Meine, du nicht meine. Los, wirf die beiden raus. Was? Sie wollte das mir doch meine sie Sachen doch wegnehmen. Meine Sachen. Hey, wow, 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 wow. Hey, was ist denn hier los? Wir werden rausgeworfen. Was? Ich wollte ein Ei. Nur eins. Okay, das nächste Wort, das buchstabiert werden soll, ist Prägnanz. Prägnanz? Gut, kein Problem. Ich glaube, Prägnanz schreibt sich, Und ein W. Was? Was? Nein! Falsch! Sie sind Captain Falsch! Also, wenn du Prägnanz richtig buchstabieren kannst, dann gewinnst du. P-R-Ä-G-N-A-N-Z. Prägnanz. Korrekt!